Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Und in der letzten Folge hatte ich ja beschlossen, noch ein bisschen jagen zu gehen. Und da muss ich jetzt nur ein kleines bisschen schauen, was ich dazu noch brauche. Denn es ist ein paar Tage her, ich muss so den Anschluss wieder herstellen. Ich wollte das Gewehr mitnehmen, nachvollziehbarerweise. Ich nehme mal das hier. 6 Schuss Munition. Okay. Und warum bin ich eigentlich so wahnsinnig schwer? Warum? Warum? Ein paar Sachen, die ich vielleicht irgendwie ausladen. Die ganzen Bücher natürlich, ne? 2 Stück. Wie geht's mir überhaupt? Muss ich auch erstmal gucken. Ich bin ein bisschen müde. Aber theoretisch sollte das funktionieren. Ich muss halt das Nahrungsmittelproblem. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Materialien haben wir weggetan. Können wir mal nach Gewicht sortieren. Was ist denn hier so richtig schwer? Die Bücher sind relativ schwer. Und da ich mittlerweile mit den Stöckern so gut bin beim Feuer anzünden, weil der Feueranzündskill hochgegangen ist, ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, die mal abzulegen. Lesen kann man sie ohnehin nicht. Das würde ich alles mitnehmen wollen. Den Schlafsack brauche ich nicht unbedingt zum Jagen jetzt. Und ich muss ja auch das, was ich jage, irgendwie noch... Ich habe 6 Liter Wasser, ey. Da habe ich es aber auch gut gemeint. Da können wir mal ein bisschen was ablegen. Hier war, glaube ich, das Essen drin. So, vielleicht so 3 Liter umlagern. So, dann ist das auch schon alles nicht mehr ganz so dramatisch. Und das sind natürlich die selbst hergestellten Klamotten. So geil sind natürlich auch verhältnismäßig schwer. 3 Kilo allein der Mantel. Quatsch, das wollte ich überhaupt nicht. Medikamentenmäßig ist es nicht so schlimm. Naja, okay. Also viel mehr werde ich jetzt offensichtlich nicht los. 22, das sollte aber auch reichen. So, dann gucke ich mal ganz kurz. Nee. Ja, 6 Schuss. Sind die geladen? Wenn ich jetzt mal hier nachlade. Nee. Aha, okay, da wird das immer weiß. Verstehe. So, dann können wir eigentlich uns auf den Weg machen. Was ich letztlich erlege, ist mir ein bisschen egal. Es muss nur ein bisschen was sein, dass ich was auf die Reise mitnehmen kann. Perfekte Sichtverhältnisse für eine gute Jagd. Shit. Tja. Natürlich jetzt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ich sehe halt überhaupt nichts. Andererseits geht mir wirklich langsam das Essen aus. Die Frage ist auch, wo ich hingehe zum Jagen. Es ist natürlich hier alles immer nicht so einfach. Das kann ich eigentlich knicken bei dem Wetter. Man sieht überhaupt nichts. Also ich sehe das Viehzeug ja erst, wenn es direkt vor meiner Nase steht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Geht ja schon mal gut los. Nee, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Da bin ohnehin schon im Hintertreffen, zum Beispiel auch gegen die Wölfe. Und das würde ja hier jetzt sozusagen noch schlimmer werden, weil die riechen mich natürlich 10 Kilometer gegen den Wind. Und ich krieg sie nicht mit. Kam mir auch noch die Frage, ob ich hier eigentlich alles bereits durchsucht habe. Und jetzt fällt mir auf, den Spind habe ich noch nicht durchsucht, aber es ist auch nichts drin. Leer. Hier ist noch ein Nähset. Naja, können wir für schlechte Zeiten hier mal aufheben. Ein bisschen was zu essen habe ich ja durchaus noch. Das Problem ist jetzt nur, ich müsste dann wahrscheinlich jetzt die ganze Nacht wieder hinter mich bringen. Oh, sieh mal einer an. Feuerstahl. Super. Den habe ich doch tatsächlich übersehen. Die Schubladen hier habe ich auch noch nicht durchsucht. Zeitung brauche ich nicht. Und hier ist nix. Ah, eine Limo. Ja, die können wir mitnehmen. Schlafe ich jetzt schon hier die ganze Zeit? Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Ja, ich weiß, den Aktenschrank. Ja, können wir auch noch durchsuchen. Ja, Schokoriegel ist gut. Nix. Wie haben wir es denn? Kein Mensch weiß, wie viel Tageslicht noch übrig ist. Und habe ich irgendwas zu essen, um jetzt die Nacht zu überlegen? Ich hatte ein paar Pfirsiche, ein bisschen was zu trinken. Was ist denn hier noch im
Lebensmittelschrank drin. Hier haben wir noch ein paar MREs, Einmannpackungen. Bisschen Hundefutter und so. Naja, das passt schon. Wasser brauche ich, wenn ich mich auf die Reise mache, wahrscheinlich gar nicht so sonderlich viel mitzunehmen. Ich werde auch kein Holz mitnehmen, glaube ich. Das Gewehr werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich will ja da nicht zum Looten hin. Ich vermute ja ohnehin ganz stark, dass dieser Ausflug darüber das Ende dieser Staffel markieren wird, weil ich glaube, da gibt es nicht sonderlich viel zu holen, sondern nur extrem viel zu verlieren. Aber ich würde es halt wirklich gerne sehen. Ich will es jetzt auch nicht beschreien natürlich, bevor jetzt gleich wieder irgendwie losgeht. Nein, um Gottes Willen, dann geht doch da nicht hin. Aber wir wollen uns das ja angucken und es wird auch Zeit. So, ich mache jetzt hier irgendwie nochmal ein bisschen ein Schläfchen. Und ich überlege gerade, ob ich dann vielleicht mich morgen früh tatsächlich einfach schon auf den Weg mache, wenn ich ohnehin das Gewehr mitnehme. Dann kann ich auch unterwegs, wenn mir irgendwas begegnet, kann ich das erlegen und dann auseinandernehmen und mir dann was zu essen machen. Das muss ich ja nicht erst vorher hierher transportieren. Das könnte eigentlich passen. Ich schlafe mal 7 Stunden. Kein Mensch weiß, wie lange es noch dunkel ist. 8 Stunden, 7 Stunden. 7 Stunden ist es jetzt noch dunkel. Oh, ich habe erhöhten Flüssigkeitsmangel. Aber das lässt sich ja glücklicherweise relativ leicht bereinigen. Hunger. Ja. Ich muss jetzt nochmal 8 Stunden schlafen, vielleicht sogar 9. Dann essen wir mal hier so eine Dose. Ja, das reicht. Ich sage, das reicht auf jeden Fall für den Rest der Nacht. Ich schlafe jetzt mal 8 Stunden. Dann ist es noch sehr, sehr kalt natürlich, weil es früh am Morgen ist. Aber dann gucken wir mal, was, wie das Wetter aussieht. Ob es überhaupt taugliches Wetter ist, um sich auf den Weg zu machen. So, Hunger und Durst. Das bekämpfen wir nochmal. Trinken. Das, was ich jetzt weggetrunken habe, werde ich auf jeden Fall an... Bisschen hungrig. Dann esse ich den Schokoriegel. Das, was ich jetzt weggetrunken habe, werde ich auf jeden Fall aus dem Schrank noch mitnehmen. Zeig mal her hier. Naja, das passt schon. Also ich nehme jetzt hier tatsächlich irgendwie das ganze Essen mit. Also auf jeden Fall die Einmannpackungen, die Erdnussbutter, das nehme ich alles mit. Und hier nehme ich jetzt noch 1 Liter. So, dann sind wir glaube ich, 24 Kilo, 2,7 Liter Wasser. Das ist okay. Ich habe das Gewehr, ich habe eine Axt und ein Messer. Ich habe was zum Nähen, Angelzeug. Ja, das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Eine so eine Fackel habe ich hier auch noch. Ich habe was zum Feuer machen, Brandbeschleuniger. Achso, was ich nochmal habe ich. Lampenöl. Vielleicht sollte ich nochmal irgendwie Lampenöl mitnehmen. Kann sich jemand von euch noch erinnern, wo ich das hingepackt habe? Hier habe ich übrigens auch Bücher drin, die ich gerade auf den Boden gelegt habe. Hier vielleicht Lampenöl drin. Habe ich noch Vergrößerungsglas. Ich könnte aus Sicherheitsgründen das Messer austauschen. Wo ist es denn? Dorten. Zack. Dann nehme ich das mit. Einfach nur so, einfach weil ich es kann. Schleifstein wiegt 100 Gramm. Den nehme ich auch mit, falls wir es brauchen. Und habe ich 6 Stück Zunderbündel. Den Stoff brauche ich nicht. Ah, doch, vielleicht zum Reparieren. Nehmen wir mal lieber mit. Okay. Wie geht's meiner Kleidung? Das schauen wir jetzt auch nochmal ganz kurz nach. Das ist, glaube ich, 63. Ah, die Mütze bei 63. Was ist das hier eigentlich? Jeans. Ach, ich habe immer noch die scheiß Jeans an. Wollte ich nicht eigentlich mir noch eine Hose machen? Ich habe das ja verpeilt beim letzten Mal. Hose und Stiefel. Da gibt doch eine Rehlederhose. Die Rehlederstiefel habe ich schon hergestellt. Rehlederhose. 3x Rehhaut, 4x Darm. Also das wäre jetzt tatsächlich was, was ich dann eventuell noch machen würde. 1, 2, 3. Ich glaube, das mache ich noch. Ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich noch, bevor ich losgehe. Das ist mir 1, 2, 3. So. Ich glaube, das wäre mir wichtig. Denn dann bin ich zumindest, was die Kälte angeht, relativ gut dabei.
Rehleder, Stiefel, Rehleder, Hose. Oh, ich brauche viermal Damen. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Okay, mal gucken, wie lange das dauert. Stiefel, Hose, 12,5 Stunden. Okay, wir investieren mal 7 Stunden. Das könnte funktionieren. Knapp mit dem Hunger. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, glaube ich, eine ganz gute Idee ist, dass ich mir die Hose erst noch mache. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, Hunger und Durst natürlich, ist klar. Also einmal trinken. Und dann gibt es heute lecker Hundefutter. Dann ist es weg. 500 Kalorien ist auch okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit er runtergegangen ist. Ich muss natürlich dann jetzt auch noch einmal pennen, weil der Tag natürlich draufgegangen ist, um dieses Ding herzustellen. Oh Gott, nee, ich bin bei 800 Kalorien. Das ist natürlich viel zu wenig. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist natürlich echt alles so ein bisschen meh mit meinem Essen. Also da sollte ich wirklich zusehen, dass ich mir noch irgendwie unterwegs was schieße. Was mache ich denn jetzt? Wie viel bringen die 750 Kalorien? Dann haue ich mir jetzt irgendwie die Kondensmilch noch hinter. Lecker, ein bisschen warme Sahne. Weil warm ist die wahrscheinlich auch nicht. Warm ist in diesem Spiel wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres. So, jetzt werden wir hier noch den Rest von der Hose machen. Hose, 5,5 Stunden brauchen wir noch. Das müsste funktionieren. Herstellen. Oh, das kehrt natürlich jetzt auch böse die Dunkelheit ein. Aber ich müsste eigentlich... Ich bin müde, Hunger und Durst. Und draußen dreht das Wetter durch. Da habe ich den guten Tag, der gerade offensichtlich war, wo das Wetter stillgehalten hat, den habe ich verstreichen lassen. Und, die Erdnussbutter bringt 900 Kalorien. Meine Herren, na, da bin ich auch erstmal wieder gut dabei. Die stillt auch auf jeden Fall den Hunger. Da bin ich jetzt auf jeden Fall satt. Nämlich ein ganzes Glas. Jetzt habe ich den Hagebuttentee abgelegt. Das wollte ich gar nicht. Das war das Gewehr. Das wollte ich auch nicht. Das sind die Fackeln. Das ist die Lampe. Ah, okay. Habe ich. Zack. So, was habe ich abgelegt? Den Tee. Wollte ich nicht. Gib mir den. Muss bloß zum Bett zurückfinden. Machen wir mal aus. Bett. 9 Stunden. Schlaf mal 7. Ich weiß, ich habe die Hose noch nicht angezogen. Muss ich auf jeden Fall noch dran denken. Machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber die Idee war jetzt sozusagen mal zu gucken, wie es ihm geht nach 7 Stunden schlafen. Bisschen was trinken. Muss ich schon wieder irgendwas essen? Das wird mich langsam eng. Nee, muss ich nicht. Und jetzt würde ich noch 3 Stunden pennen. In der Hoffnung, dass der Sturm sich legt. Das hört sich nicht so an. Aber... Was ich jetzt tun werde noch, bevor wir losgehen, ist die neue Hose. Oh ja, anziehen. Dann können wir die Jeans zerlegen. Das nimmt auch noch ein bisschen Zeit. Draußen hört es sich jetzt so an, als wäre das Wetter ruhiger geworden. Das werden wir uns gleich mal angucken. Und dann können wir nämlich hier die Mütze noch reparieren. Das wird ja hoffentlich nicht so lange dauern. 14 Minuten, nö. Bitte mit dem Nähset. Habe ich nur ein Nähset mit 14% jetzt dabei? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Wie lange dauert das Reparieren hier? 12 Minuten, mach mal. Ich könnte das theoretisch auch mit dem Angelset reparieren. Oh, interessant. So. Dann haben wir das hier alles nochmal so ein bisschen aufs Maximum. Ja, ist egal jetzt. So. Dann würde ich mir tatsächlich hier noch ein Nähset mitnehmen, einfach zur Sicherheit. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen Stoff mit. Und ein bisschen getrocknetes Leder, um notfalls meine Schuhe zu reparieren. Müssen wir mal gucken. Und im Zweifel muss ich mich von einzelnen Dingen trennen. Ich habe jetzt noch 11 Stunden Tageslicht, ich habe ein bisschen Hunger. Ein bisschen trockenen Mund, aber das ist erstmal alles noch nicht so großartig dramatisch.
Wie viel Gewicht haben wir mit? 23,7. Das reicht auf jeden Fall, um irgendwas zu töten, was uns über den Weg läuft. Deswegen nehme ich auch vorsichtshalber schon mal das Gewehr in die Hand. Und jetzt drückt mir mal ein bisschen die Daumen, dass das Wetter einigermaßen ist. Und dann machen wir uns tatsächlich noch auf den Weg Richtung des neuen Gebiets. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Irgendwas mit Mountain. Wolfback Mountain oder so. Klingt auch ein bisschen wie Brokeback Mountain, aber da oben ist ein Wolf. Aber das liegt nicht auf meinem Weg. Also mein Weg führt mich jetzt erstmal ins idyllische Tal. Also das wird eine ganz schöne Reise werden für diejenigen unter euch, die jetzt, nun ist ja das neue Gebiet schon eine ganze Weile draußen, die aber vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wo es denn genau ist und dass hier mit mir jetzt der erste Ausflug dahin sein wird. Sei gesagt, es ist eine ganz schöne Reise. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier gleich um die Ecke wäre. Wir müssen erstmal ins idyllische Tal und dann noch eine ganze Weile durchs idyllische Tal reisen. Aber ich möchte bitte zu Protokoll geben, die Lufttemperatur liegt bei minus 22 Grad und ich habe gefühlt nur minus 1. Also die neuen Klamotten sind auf jeden Fall mal richtig gut. Ich sage nur North Face my ass. Nichts geht über einen Mantel aus Wolfsleder und eine Hose aus Rehhaut. Da könnte man mal in den nächsten Outdoor-Laden gehen und ihnen das erzählen. So, wir müssen hier hoch. Wir nehmen die Route durch das verlassene Bergwerk. Oh, den hätte ich ja gerne gehabt. Wo rennt denn der hin? Ja, bleib doch da mal ein bisschen stehen. Ich habe ihn getroffen, würde ich sagen. Was sagt ihr? Shit. Blutet der? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich ihn. Das hat mich jetzt leider ein bisschen mehr Munition gekostet, als ich es gerne gehabt hätte. Aber es ist sehr wichtig, dass ich das jetzt hier tatsächlich mitnehme. Ich nehme alles mit. Dann bin ich eben ein bisschen. Haut und Darm lasse ich jetzt mal weg. Ich nehme jetzt nur das Fleisch mit. Es klaut mir jetzt ein bisschen Zeit, aber wir können im Zweifel im idyllischen Tal noch eine Pause einlegen. So. Ich habe Hunger und Durst und das Wetter kippt gerade. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich esse jetzt mal ganz kurz hier einmal die Pfirsiche. Das soll jetzt erstmal nur so halbwegs. Ich habe kein extra Wasser mitgenommen. Das war ein bisschen dumm von mir. Aber so bin ich nun mal. Einmal noch trinken. So. Das habe ich nicht mehr sonderlich viel. Aber ich muss ohnehin dann irgendwie demnächst. Das ist ein Bär. Ich muss dann ohnehin demnächst irgendwo was kochen. Nämlich das Fleisch zubereiten. Und dann kann ich auch noch Schnee schmelzen, weil. Sonst wird mir das zu schnell schlecht. Nehme ich jedenfalls an. Und im Zweifel kann ich ja jetzt auch erstmal noch Stationen machen, wenn das Wetter sich jetzt weiter verschlechtert. Oh, ich gefühlt plus 7 Grad. Also Kälte ist jetzt gerade, das ist auszuhalten. Aber da kann ich an diesem Aussichtspunkt vielleicht nochmal Stationen machen, mich da irgendwie ein bisschen was kochen. Muss ich bloß noch Holz mitnehmen. Bin eh schon so überladen, aber das lässt sich jetzt nochmal nicht anders machen. Muss natürlich auch nicht alles sofort zubereiten. Reicht vielleicht auch erstmal 2-3 Stückchen, dass ich mich nochmal richtig satt essen kann. Jetzt haben wir fast 10 Kilo Rehfleisch. Ich hoffe mal, dass wir damit Moment hinkommen, wie ich den Fressack hier kenne, mit dem wir hier durch die Wildnis laufen. Mr. Will McKenzie. Kommen wir damit wieder nur 2 Tage hin oder so. Aber dann ist jetzt einfach mal so ein bisschen Schmalhans Küchenmeister und wir versuchen uns jetzt nicht permanent auf einem Nahrungslevel zu halten, wo der Balken voll ist, sondern so, dass wir irgendwie einigermaßen vernünftig vorwärts kommen, dass der Kalorienvorrat aufgefüllt ist. 696, also knapp 700 Kalorien. Andererseits, solange ich überlege, ob ich jetzt tatsächlich nochmal
irgendwo Pause mache, weil das, ich habe natürlich noch ein ganzes Ende zu gehen. Und ich glaube, im Zweifel kann ich mir, oder? Nee, ich kann in der Höhle kann ich kein Feuer machen, das geht nicht. Weil man in Innenräumen keine Feuer machen kann, aber es könnte sein, dass da eventuell vielleicht auch ein Kanonenofen rumsteht. So, jetzt muss ich hier hoch. Oder? Ist das richtig? Doch, ist richtig, ja. Da hinten das Haus hat mich jetzt... Das hat mich jetzt etwas verunsichert. Ich kann hier auch nicht abkürzen, glaube ich, weil ich die Felsen da nicht hochkomme. Weil ich glaube, das ist diese kleine Siedlung hier mit Ferienhütten. Zwei auf jeder Seite, genau. Die habe ich auch noch nicht durchsucht, by the way. Fällt mir dabei auf. Eine ist abgebrannt. Wie viel Tageslicht haben wir noch? 7 Stunden. Da hinten ist noch eine Leiche. Also ich glaube, es wäre schon günstig, da hier jetzt nochmal reinzugucken. Die Federn wiegen nichts. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube aber, dass in keiner von diesen Hütten hier ein Ofen drin ist. Das ist so ein bisschen mein Problem. Gucken wir in die erste rein. Gibt es hier einen Ofen? Ne. Schlecht. Weil natürlich irgendwie ein Haufen so essbares Metallschrott. Das brauche ich nicht. Den habe ich jetzt da gelassen. Ich nehme eigentlich nur... ja, Holzbrikett. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich nehme jetzt eigentlich nur Essen mit. Oder eben sowas wie dieses Holzbrikett. Falls wir doch irgendwie jetzt einen Kohleofen finden, dann kann ich damit nämlich ein Feuer machen. So, dann gehen wir nochmal in die andere rein. Auf dieser Seite. Weil ich glaube, das sind hier nicht so eine richtigen Selbstversorgerferienhütten, wo man sich auch mal was zu essen machen kann. Das Wetter wird schlechter. Das zieht ein bisschen... Ach, es ist hier wirklich... Hier ist nichts zum Kochen drin, ne? Ne. Nichts zum Kochen. Den Energieriegel. Schweres Wort. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier haben wir auch nochmal Holz. Tannenholz. Naja, ich habe jetzt schon das Brikett. Ich bin eh schon so wahnsinnig doll überladen. Wegen des ganzen Fleisches. Aber das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Den Rucksack durchsuchen wir auch nochmal. Streichhölzer. Die brauche ich nun wirklich nicht. Die brauche ich nun wirklich nicht. Sagten das Wetter. Plus 9 Grad. Das ist nur windig eigentlich. Ist auch irgendwie mies. Eigentlich gutes Wetter. Nichts zum Kochen hier. Achso, das ist das Regal, was er mir hier anzeigt. Nix. Unter den Betten auch nix. Okay, also hier ist irgendwie gar nichts weiter drin. Es wäre eigentlich Quatsch, jetzt hier Station zu machen. Ich bin 5 Kilo überladen. Wie gesagt, sagt meine Müdigkeit dazu. Naja. Also es ist auch noch ein Stückchen zu dem... Ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter. Aber, gemein, diese Folge ist damit vorbei. Wir sind aber schon immerhin schon mal, haben wir uns auf den Weg gemacht, Richtung des neuen Gebietes und sind immerhin bis hierher gekommen. Und wie es von hier an weitergeht, das schauen wir uns zusammen in der nächsten Folge an. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.